Kirche dort im Dorf entstand, entwidmet schon vor ein paar Jahren. Sechs Glocken waren längst abgeseilt. Sie war immer schon mehr als ein Bauwerk. Traurig hat mancher vor dem Dom verweilt. Von der Kanzel hat so oft der Pfarrer gepredigt und las Gottes Wort. Getauft so viele und gesegnet, der Altar, es war sein heiliger Ort. Wie viele ließen sich hier trauen, betrauert hat man manchen hier. Im Dom von Emerath sah man die Glocken. RWE nahm dem Ort die Zukunft, den Menschen Heimat, Wohnung, Haus. Bei genauen Hinschauen sah man, und für alle Zeit verloren, für ein Loch, das niemandem mehr. Sollte jetzt jemand... ...aus dem man blanke Münzen schlägt, Zerstörung bleibt zurück. Der liebe Gott hat das Gebet der Mafia erhört. Zeitfeuer hat Paarung angeklagt, die herrschende Gewalt. Und Asche trug an ihre einen Haar. So sind auch Vogel sehen, dass Gott... Dass dort der Totengräber ein Paragrafenreiter so eine Lügensau sagt. Euch ganz herzlich hier zum Auftakt der Ostermärsche 2018. Ich möchte aber zuerst das Wort Udo geben, der hier der Versammlungsleiter ist. Ich hoffe, er hört mich und kommt jetzt mal eben hier nach oben. Spielt ja zum Glück auch mit. So, Udo, wo bleibst du? Hallo? Ja. Ja, mein Name ist Udo Buchholz. Ich bin heute hier Versammlungsleiter des Ostermarsches. Versammlungsleiter ist hier ein interessanter Job in Gronau. Manchmal wird er gesucht, dann sind sie nicht da. Heute haben wir einen. Ich begrüße euch ganz herzlich hier beim diesjährigen Ostermarsch in Gronau, der uns auch in diesem Jahr wieder zur Uran-Anreicherungsanlage führen wird, die nach wie vor ohne Befristung läuft. Die wollen das gestoppt wissen, die wollen die ganze Anlage gestoppt wissen. Aber ich will jetzt in inhaltlichen Reden nicht vorgreifen. Toll, dass ihr so schönes Wetter mitgebracht habt. Und alles andere wird der Marita und den anderen Rednerinnen mitteilen. Vielleicht kurz noch zu den Auflagen der Polizei. Der Ostermarsch ist angemeldet, ist alles klar geregelt. Die Kooperation läuft gut mit der Polizei an der Stelle. Es gibt ein paar Auflagen, ganz wesentlich. Ich möchte euch kurz noch vormachen, aber das machen wir auch automatisch. Und in diesem Sinne wünsche ich uns guten Verlauf. Danke nochmal, dass ihr gekommen seid. Wenn Fragen sind unterwegs, meldet euch einfach bei mir oder den anderen Leuten aus Gronau oder Münster, die aktiv dabei sind. Und ja, guten Tag. Wir haben ein Grußwort von Nina Hagen bekommen. Dafür gesorgt hat Christina aus Schüttorf, die zusammen mit dem Pastor Teuer Horst Kontakt zu Nina hat. Der Pastor Teuer Horst aus Schüttorf hat seinerzeit Nina Hagen, als sie ihre religiöse Phase hatte, getauft und hat den Kontakt hergestellt. Und Christina wird dann jetzt auch das Grußwort... Blockaden. Die Entsorgung und Endlagerung des Brennstoffs, die Unsichtbarkeit der Strahlung in Frankreich, China, Israel, Indien, Pakistan und Nordkorea. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz, kürzlich im Februar dieses Jahres, haben wir immer wieder vom Atomkrieg gehört. Staat zu wünschen, der für sie Heimat ist, wird so jeder Kurde gleich zum Terrorist. Mit Waffen ausgerüstet könnten sie sich wehren und jeden Aggressoren von ihrer Heimat fern. Der
ein freies Leben, wer ist ein Terrorist? Wer schießt auf Zivilisten, weil er von der Macht hier ist? Wer unterdrückt die Presse, wenn sie schreibt, was sie nicht passt? Und wo verschwinden unliebsame Kritiker? Demonstrieren ist bei uns nicht erlaubt. Zeigst du ein Bild von Öcalan, die Polizei ist laut. Ist es auch verboten, kommt man dafür vor Gericht, wenn man Öcalan erwähnt, von ihm singt und spricht. Überleben wollen. Vor 100 Jahren. Protest geht durch den Magen, habe ich den Eindruck. Urenko stellt in Gronau, ich sage nochmal was dazu, das ist ein Lied, das ist vor 2 Jahren entstanden, nachdem ich hier mitgekriegt hatte, dass also eine Auflage bestand, dass derjenige, der hier die Demonstration angemeldet hatte, zunächst einmal die Auflagen der Polizei vorlesen musste, damit die alle eingehalten werden. Und das ging vor allen Dingen, glaube ich, auch darum, weil da hinten eine Küche war und da war ein Kocher dabei und dann mussten Feuerschutzvorschriften eingehalten werden und ähnliches. Ich habe das hinterher dann nochmal zu lesen gekriegt und fand das so skurril, dass ich einen Song draus gemacht habe.
kann man sich das Verlesen sparen. Urenco stellt in Gronau etwas dar und etwas her, was keiner wirklich braucht, doch mancher will noch mehr. Falls etwa einer denken sollte, dass es ihm was nützt, kann er sicher sein, dass ihn die Polizei beschützt. Und wird mal eine Demo vor der Werkzufahrt geplant, weiß die Polizei das gern, das hat man schon geahnt. Dann gibt es vor dem Werk die große Machtdemonstration. Dann ist die Polizei dabei, da ist sie ja auch schon. Und der Landrat verfügt, und das ist auch seine Pflicht, was man muss, was man soll, was man darf, was sicher nicht. Dass einer sich nicht dran hält und womöglich widerspricht, das wollen wir ja wohl nicht, nein, das wollen wir sicher nicht. Was liefert denn Urenco, was fängt man damit an? Feilgeboten wird angereichertes Uran, ob man mit Zentrifugentechnologie atomar sich aufrüstet, genau weiß man das nie. Ist die Nutzung militärisch oder ist sie nur zivil? Das kann man gar nicht trennen, hängt allein vom Ziel ab. Das kann man nicht trennen, hängt vom Ziel ab. Völlig ungeklärt ist, wohin mit dem Dreck. Ist er erstmal da, kriegt man nicht wieder weg. Urenco liefert gerne an den, der's für nötig hält. Und die, die was bestellen, sind schon ein Drittel auf der Welt. Atombomben für jeden, der sie will und danach giert. Urenco liefert prompt, was direkt zum Ziele führt. Iran, Pakistan, Nordkorea und wer noch bekamen ihre Baupläne aus dem tiefsten Loch, aus dem sie bei Urenco ein Wissenschaftler nahm, damit so mancher leicht an einem Bombenbauplan kam. Und der Landrat verfügt, und das ist auch seine Pflicht, was man muss, was man soll, was man darf, was sicher nicht. Dass einer sich nicht dran hält und womöglich widerspricht, das wollen wir ja wohl nicht, nein, das wollen wir sicher nicht. 2016 geht ein Lager in Betrieb, unbefristet für Atommüll, später weiß man, wo der blieb. Keiner weiß, wie hoch wächst der Berg jedes Jahr. Um 7000 Tonnen ist doch ein Geschäft, na klar. Was nochmal draus wird, das ist völlig ungewiss. 60.000 Tonnen, wenn es fertig ist. Urenco ist egal, was dann damit geschieht. Uran wird weiter abgebaut, Urenco macht Profit. Landrat verfügt, und das ist auch seine Pflicht, was man muss, was man soll, was man darf, was sicher nicht. Dass einer sich nicht dran hält und womöglich widerspricht, das wollen wir ja wohl nicht, nein, das wollen wir ja wohl nicht. Urenco bietet Anteile für eine Menge Geld. Jeder Käufer kriegt das, was Urenco hergestellt. Beliefert gerne wird, wer in Urenco investiert. Das wird freilich auch nicht so gründlich kontrolliert. Urenco liefert zuverlässig ohne Lieferstau, was man nötig braucht für einen Super-GAU. Brennstoff aus Uran, angereichert, kräftig strahlt. Geschäfte bringen Geld, man bekommt den Dreck bezahlt. Und der Landrat verfügt, und das ist auch seine Pflicht, was man muss, was man soll, was
man darf es sicher nicht, dass einer sich nicht dran hält und womöglich widerspricht. Das wollen wir ja nur nicht, nein, das wollen wir sicher nicht. Jetzt geht's um die wirklichen ernsten Gefahren hier an diesem Platz. Den Land der Landrat den Demonstranten Auflagen erteilt, denn wird mal demonstriert, so eine Sache eilt. Je 100 Demonstranten wird ein Ordner dort gebraucht und Feuerlöscher, falls dann mal ein Gaskocher raucht. Eine Gasse lassen sehen, dass man die Fahrbahn räumt, dem Rettungswagen Platz macht und dort nicht im Wege träumt, damit nichts was Riskantes, nichts Gefährliches passiert. Auf den Mauern ist es schwierig, an Informationen ranzukommen, aber es ist eben so, dass dieses Tritium mit Urenco-Technik erbrütet wird. Und es ist auch so, dass Urenco schon seit 6 Jahren versucht wird zu verkaufen von RWE, von E.ON und auch von Holland und England. Nein, und jetzt ist es so. Aber wenn der Auftrag käme, dann würden Sie es selbstverständlich doch tun. Ich bedanke mich erstmal. Ich fange aber nicht mit Ahaus an, sondern mit ein bisschen weiter weg. In München, das wissen wir alle, da steht bekanntlich ein Hofbräuhaus. Aber in Garching, in der Nähe von München, da steht ein Forschungshaus.